Ich habe es gesehen in meinem Leben. Menschen, die von Gott gebraucht werden, ihre Prioritäten, die sind zuallererst Gott. Sogar, ich kenne einige der Studenten, die in unsere Schule kommen für 3 Monate. Die gingen zu ihrem Boss und der Boss sagte, nein, kein Urlaub. Und dann haben sie einfach ihre Arbeit aufgegeben und sind gekommen. Ich habe mich immer gefragt, meine Güte, die geben ihre Arbeit auf. Und was tut ihr denn hinterher? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber Gott ist an erster Stelle. Also das sind die Leute, die Geschichte schreiben werden. Okay, ich gehe in Urlaub und bekomme dann kein Gehalt. Okay, kein Problem. Geschäft geht kaputt, macht gar nichts. Mein erstes Geschäft ist Gottes Geschäfte. Gott hat gesagt, niemand kann eine Lampe anzünden. Niemand zündet eine Lampe an und tut sie unter ein Gefäß. Ein anderes Wort für so ein Gefäß. So ein Maß, so ein Gefäß, womit man messen kann, ein Messgefäß. Nehmen bitte Platz. Meine Frau hatte eine ganz mächtige Session gerade eben. Halleluja. Was für eine Frau habe ich gestern, Benita. Ich habe es gestern gesungen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe gesungen, was für eine Frau habe ich doch in Jesus. Hast du jemals dieses Lied gesungen? Weißt du was? Sogar auch wenn ich flüstere, müssen die Leute das noch hören. Vielleicht ist mein Feedback nicht gut genug. Okay, Gott hat gesagt, okay, er hat deine Lampe angezündet. Und er hat gesagt, niemand würde so sein Licht unter den Scheffel stellen. Weißt du, was Scheffel heißt? Diese Leute, die zählen, die immer die Kosten überschlagen. Ja, wie viel wird es wohl kosten? Wie viel soll ich denn geben? Meine Frau und ich und auch unsere Mitarbeiter, wir zählen Geld gar nicht. Viele Male, wenn Geld da ist, wenn der Herr sagt, gib's, okay, dann geben wir es einfach. Als ich in Amerika war, zum allerersten Mal habe ich gepredigt in der amerikanischen Gemeinde. $1,000 haben die mir gegeben als Opfer. Und von da musste ich dann in eine andere Stadt weitergehen. Und ich war gerade kurz vorm Losfahren und da hat Gott gesagt, gib die $1,000 dahin, wo du gepredigt hast. Ein amerikanischer Pastor und ich, armer Inder. Und ich habe aber gar nicht gezählt, nicht gerechnet. Der Herr hat gesagt, er muss jetzt seinen Dienst anfangen, gib ihm die ersten $1,000. Und ich habe ihm die $1,000 gegeben und habe, ohne irgendwas in der Hand zu haben, in die nächste Stadt bin ich gegangen. Gott weiß, wir überschlagen nie die Kosten. Wenn kein Durchbruch da ist im Gottesdienst, dann beten wir halt die ganze Nacht durch. Ja, aber wenn ich jetzt die Nacht durchbete, dann kriege ich doch wieder Magenbrennen, Sodbrennen. Ja und? Reinhard Bonnke hat gesagt, ja, warum schreist du denn so sehr? Er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann würden die Würmer meine Stimmbänder fressen. Also lass lieber meine Stimmbänder für Gottes Berufung aufgearbeitet werden. Leute, die immer so nachzählen und wie viel Zeit und was wird jetzt passieren. Ja, okay, ich kann ein bisschen Geld verdienen und dann so den Dienst unterstützen. Aber sogar, wenn ich in vollzeitigen Dienst komme, dann muss ich nebenher irgendwie doch ein bisschen Business haben, Geschäfte treiben. Aber weißt du, solche Leute können nie Geschichte schreiben. Weißt du, aus deinem Überfluss, da gibst du Gott ein bisschen Geld ab. Und dann kannst du ganz nett für 5 Tage mal hierher kommen und sogar diese 5 Tage, was noch einen Tag länger bleiben? Nee, geht nicht. Und ich habe all diese Leute gesehen, die für Gott keine Zeit haben, arbeiten und plötzlich sagt dann der Arzt Krebs und dann ist die ganze Welt zusammengebrochen für sie, die ganze Welt, die ihnen vorher so wichtig war. Und dann kommen sie und sagen, jetzt möchte ich heute anfangen, Gott Vollzeit zu dienen. Weißt du, ich bin derjenige, der immer Leute herausfordert, dass sie in den Dienst kommen sollen. Und wenn sie dann wirklich
schließlich ihre Arbeitsstelle aufgeben und zu uns kommen wollen, dann weiß ich nicht mehr, wo ich sie jetzt noch einsetzen könnte, weil sie ihre beste Kraft ja schon gegeben haben. Das Beste ihrer Energie haben sie schon gegeben. Und das, wo du im Dienst erstmal geformt werden musst, weißt du, wenn du in den Dienst kommst, dann wirst du auf eine ganz andere Art geformt, als das in der Welt geschehen würde. In der Welt kannst du dein Leben dir so einrichten, wie du willst, ne? Da brauchst du nicht verletzt zu werden, musst du dich nicht beleidigen lassen, kannst ganz leicht dich immer aus der Schlinge ziehen und kannst dein eigenes Ego sehr gut aufpäppeln. Aber wenn du in den Dienst kommst, dann wird die ganze Welt dich oft verfluchen, schimpfen, da musst du stark sein. Da kannst du kein Schokoladenchrist sein. Der Satan wird dich dann einfach nur ablecken. Weißt du, es gibt viele Schokoladenchristen heutzutage, Schokoladechristen. Oh, rühr mich bloß nicht an. Schwester, warum hast du das getan? Ja, bitte, du bist nicht berufen, bitte komm nicht in den Dienst, versuch nicht Gott vollzeitig zu dienen. Wenn du in den vollzeitigen Dienst kommst, das bringt dich um, ne? Also, solche Leute, die so selbst immer noch ihr Ego haben, heute Morgen hat die das gesagt. Meine Güte, was für ein Quatsch. Hey, du bist ein Diener des allmächtigen Gottes. Es wird Leute geben, die dich preisen, es wird andere geben, die dich treten. Meinst du, dass jeder applaudiert, wenn ich hierher komme? Ich habe es erlebt. Manchmal, wenn ich gehe in Pastorentreffen, die Art und Weise, wie mich die da anschauen, oft die Pastoren, die lächeln noch nicht mal, die grüßen mich gar nicht. Hier, ihr klatscht, wenn ich komme. Aber ich habe auch das gesehen. Ich habe den Applaus gesehen, ich habe die bösen Gesichter gesehen gegen mich. Ich habe gesehen, dass Leute mich gar nicht anschauen wollen. Ich habe Leute gesehen, die mir ihre Herz und ihre Nieren geben wollen. Alles gebe ich dir, Ezekiel, alles ist für dich. Ich schreibe, wenn du Nierenversagen hast, dann gebe ich dir meine Nieren. Weißt du, wie viele solche Briefe ich bekommen habe von Anfang an meines Dienstes? Aber diese Leute, auch wenn ich die jetzt heute suchen würde, die sind nirgends. Ich habe das erlebt, das ganze Lob und Preis von Leuten. Und ganz genau so ist es sein, dass du und dein Dienst nie kaputt gehen wird durch Anklagen von anderen Leuten. Denn das Wachstum deines Dienstes liegt nicht in irgendwelchen Menschenhänden und auch nicht in den Händen des Teufels. Der Wachstum deines Dienstes ist nur in deinen Händen. Du kannst deinen Dienst zum Wachsen bringen, und zwar weltweit. Du kannst deinen Dienst wachsen lassen, nur innerhalb deiner kleinen Städtchen. Ja, ich gehe nur noch in meine eigene Stadt, sonst gehe ich nirgends anders hin. Kannst du machen. Du kannst sterben mit deinen Gemeindeproblemen da. Er hat das gesagt und sie hat das gesagt. Oder du kannst da rausspringen und sagen, David hat gesagt, ich springe über eine Mauer, wegen dir, mit dir kann ich über Mauern springen, mit meinem Gott. Und dann wird Gott dein Territorium weitermachen. Es liegt in deiner Hand. Kein Dienst stirbt jemals an Kritik von Menschen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass mein Dienst sogar gewachsen ist. Mein Dienst ist gewachsen durch die Kritik von Menschen. Gott sei Dank für Menschen, die mich so kritisieren. So am Anfang meines Dienstes, da hatte ich keine eigene Zeitschrift. Und diese beiden älteren Herren hier, die sind schon vorgestellt worden hier, die sind Ratgeber für unseren Dienst, sind beide über 80 schon inzwischen. Und Pastor Paulus ist auch hier heute und auch noch andere Leiter kommen. Und ich freue mich einfach drauf, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich brauche gar nichts von ihnen, einfach nur mit meinen Ratgebern zusammen zu sein. Diese beiden Onkel, die sind wie mein Vater. Die lieben mich so sehr und ich liebe sie so sehr. Und in jener Zeit, weißt du, so in seinem Garten, das ist ein wunderschöner Garten, sind lauter Kokospalmen und er hat sein Gelände dem Herrn gegeben und hat es Jesusgarten genannt. Und da haben wir unsere Seminare gehabt. Und wir wollten das für ganz wenige Leute nur haben. Und weißt du, wenn es ein kleiner Dienst ist, da denkst du klein, du planst klein. Und kann ich dir was sagen noch? Du betest dann auch nur klein. Und dann fragst du dich, ja, warum wächst denn mein Dienst nicht? Weißt du, als ich so mein eigenes Magazin hatte, ich noch gar keine Zeitschrift, kein Magazin.
Und Gott sei Dank, Gott hat gesehen, Ezekiel hat noch keinen Dienst. Und da hat er einen Gottesmann gesalbt. Und dieses Magazin ist gegangen zu Hunderttausenden von Leuten. Und da hat Gott gesagt, drei Seiten nimmst du von deinem Magazin, nur um über Ezekiel zu schreiben. Und zwar greif seinen Dienst an. Drei Seiten. In der Zeit, weißt du, da habe ich Befreiungsdienst gemacht. In den ersten beiden Tagen immer, da haben alle gebrochen und geschrien. Und sogar die Pastoren, ganz heilige Leute, sind gegangen, um andere zu schlagen. Die Dämonen haben sich offenbart. Ich habe nie gewusst, dass auch Pastoren und Propheten, Pfingstler, Charismatiker, dass die auch alle Dämonen haben können. Habe ich nicht gewusst. Die Bibel sagt nämlich, gib dem Teufel keinen Raum. Das ist nicht geschrieben an Ungläubige, sondern an die Gläubigen. Und deshalb, also wenn du zum Beispiel deine Frau schlägst, kann ich dir sagen, da bist du Dämonen besessen. Deutliches Zeichen. Also ich könnte nicht hier auf dieser Kanzel stehen, wenn ich meine Frau verletzen würde. Und wenn meine Frau im Zimmer weint, dann werde ich mein Meeting canceln, werde ich nicht predigen. Meine Frau kann nicht mich verletzen und dann kommen und predigen hier. Ist unmöglich. Danke für dieses lächelnde Gesicht. Und dieser Gottesmann hat es geschrieben in seinem Magazin, in Ezekiels Gottesdiensten, da brechen die Leute und sie fallen rückwärts. Oh, rückwärts zu fallen, das heißt, es ist ein Dämon, nach vorne zu fallen, das heißt, es ist von Gott. Also es gibt solche Theologen, die solche Sachen da analysieren. Die haben viel Zeit und nichts anderes zu tun. Irgendwas müssen sie tun. Und weißt du, er hat 2, 3 solche Seiten geschrieben und mein Dienst hat gerade erst angefangen. Und alle haben gegen mich gewarnt, mit dem kleinen Dienst, nur vor 30 Jahren, als unser Dienst angefangen hat. Und die Leute haben mich angeschaut, ihr Bruder Ezekiel, hast du das gelesen? Einige haben angefangen, oh, wie wenn jemand gestorben wäre, sie haben geschrieben, oh, mach dir keine Sorgen, wir sind da, wir stehen mit dir und so weiter. Ich wusste gar nicht warum und dann sind mir diese Angriffe gegeben worden. Ich ging auf die Toilette. Toilette ist einer meiner Lieblingsorte, wo ich mit Jesus reden kann. Manchmal bete ich in Sprachen auf der Toilette und sage, sorry, Herr, so, ich sollte nicht in so einem dreckigen Ort eine heilige Sprache sprechen, aber naja, tu es halt doch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja Herr, gerade eben hat doch mein Dienst erst angefangen. Du hast zu mir gesprochen, du bist ja der Gründer des Dienstes. Ja und jetzt kommt da dieses Magazin. Und nach einiger Zeit ein Pastor, der an dieses Seminar nur einen Tag kam, der hat 400 Briefe geschrieben an all die Hauptpastoren von Tamil Nadu, von unserem Staat. Nicht nur an die älteren Pastoren, sondern an alle. Vorsicht, Ezekiels Lehre ist dämonisch. Also, dass sie eben umfallen, dass sie im Geist ruhen und so weiter. Und zur gleichen Zeit haben die Leute mir das alles gesagt. Ich habe gesagt, Herr, das ist dein Dienst. Wenn dein Dienst kaputt geht, dafür habe ich keinen Verlust daraus. Da hast du den Verlust daraus. Ich werde gehen und schlafen und glücklich sein. Aber du hast dann, musst du dich halt drum kümmern, ne? Den Verlust, wenn ich jetzt dir nicht diene. Habe auf dem Klo geweint und habe mir mein Gesicht gewaschen und kam lächelnd wieder nach draußen. Viele von euch kennen mich nur als sehr viel lachend, aber im Zimmer, Gott und ich, da ist es oft anders. Und was ist dann geschehen? Dieses Magazin, ganz, ganz am Anfang meines Dienstes, dieses Magazin ging in die Schweiz zu den Tamilen aus Sri Lanka. Und die haben es ihrem Pastor gegeben und der ist aus Indien. Seine Frau ist eine Schweizerin und er ist Tamile. Ich habe ihn viele, viele Jahre vorher mal kennengelernt, aber hatte dann überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihm. Und er hat das gelesen, den Angriff gegen mich. Und als er diesen Angriff gegen mich gelesen hat, hat er gesagt, wow, was, die schreiben da, dass in Ezekias Meetings die Leute umfallen und dass die Christen sich erbrechen. Dann hat er sofort gesagt, wow, den Mann muss ich hier haben für meine Konferenz in der Schweiz. Weil weißt du, gerade kürzlich vorher in seiner Gemeinde war das auch, hat angefangen zu geschehen und er hat es gesehen, was bei ihm, bei Ezekiel auch, Ezekiel, du musst kommen in die Schweiz, du musst kommen. Kannst du dir vorstellen,
Mein erster Trip nach Europa kam durch diese ganzen Anklagen in diesem einen Magazin. Und wegen ihm hatte ich dann noch eine andere Frau Gottes, 21 Tage fast Gebet hat sie gehabt, Gebet in Österreich, Deutschland, Nachbarland. Leute aus ganz Europa waren da, alles Weiße. Und er hat mich ihr vorgestellt in Israel. Und am nächsten Tag hat Gott mir 5 Punkte gegeben. 5 Dinge über diese Frau. Ich habe sie gerufen und gesagt, habe ihr die 5 Punkte gesagt, hat sie gleich gesagt, Ezekiel, in 2 Wochen, ich habe das schon festgemacht, jetzt in wenigen Tagen ist es dir möglich zu kommen, auf unserer Konferenz zu predigen. Und dann ging ich dahin und dort meine Dolmetscherin. Ihr wisst inzwischen schon Bescheid. Meine Dolmetscherin hat mein Leben transformiert. Sie ist unsere geliebte Annie, das heißt die Schwester, ältere Schwester. Alles hat es angefangen, weil ein gesalbter Mann Gottes Stimme gehorcht hat und 3 Seiten geschrieben hat in seinem Magazin gegen mich eigentlich. Und weißt du, was dann geschehen ist? Ich habe meine Seminare gar nicht dafür Reklame machen können, aber das ging überall hin. Und viele haben gesagt, was, Ezekiel, was, die fallen da um, okay, da gehen wir mal hin und schauen uns das mal an. Und auf die Art und Weise sind dann viel mehr Leute zu mir gekommen. Ich weiß nicht, wie kann ich es dir sagen? Kein Diener Gottes, kein Mann Gottes, keine Frau Gottes, keiner kann zerbrochen werden durch die Kritik von Menschen. Anklagen von Menschen. Die einzige Person, die meinen Dienst zerbrechen kann, das ist Ezekiel Francis, bin ich selber. Ne? Nicht der Teufel. Gib mich dem Teufel so viel Ehre. Der Teufel hat meinen Dienst kaputt gemacht. Der Teufel hat mich geschlagen. Der Teufel hat meinen Dienst kaputt gemacht. Das ist keine Ausrede. Das ist ein totaler Blödsinn, wenn du solche Sachen sagst. Also sei jetzt nicht sauer. Das heißt einfach nur totaler Blödsinn. Ne? Blödsinn. Also kein Teufel kann deine Familie kaputt machen. Nur du und deine Frau, ihr könnt eure Ehe kaputt machen. Halleluja, Herr. Also bitte, ich flehe dich an Pastoren, Apostel, Propheten. Ihr seid hierher gekommen und ich schätze euch, dass ihr entschieden wart zu bleiben bis ans Ende. Siehst du jetzt? Das sind eigentlich hier heute früh schon gegangen, die haben halt 5 Tage Zugfahrt und so. Aber die hätten wenigstens sich meinen Anzug, meinen Schulden anschauen können und dann gehen können. Ja, und warum müssen sie so schnell rennen? Die könnten auch morgen früh noch gehen. Schnell heim. Solche Leute habe ich gesehen. Ihr lieben Leute, das sind keine Geschichtsschreiber. Ich kenne es in meinen Schulen, wie viele hierher kommen. Es ist sehr schwierig, 40 Tage lang hier zu sein. Aber sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, volle 40 Tage. Was du hier siehst in den 5 Tagen, da geben wir dir ein bisschen so kleine Beilagen, einfach nur, um mich hungrig zu machen, Aperitif, ne? Appetizer. Stell dir mal vor, wie diese 5 Tage ist es. Du bleibst 40 Tage hier und jeden Morgen darfst du eine Stunde lang in Sprachen beten und manchmal 8 Stunden, 10 Stunden nonstop Sprachengebet im Heiligen Geist beten, von morgens bis nachts. Kannst du dir das vorstellen, morgens bis nachts richtig dein Gehirn richtig gut durchgewaschen mit dem Wort Gottes? Wir sagen dir heute jetzt hier, du sollst deine Gesinnung erneuern. Bei unseren Studenten haben wir es schon getan, richtig ihnen geholfen, ihre Gesinnung zu erneuern. Ja, weißt du, mein Baby zu Hause, ja, du bist das Baby. Lass sie mal zu Hause alleine. Vertraue Gott einfach. Wir haben Frauenschulen hier. Morgen fängt die Frauenschule an. Übermorgen. Frauenschule. Soweit ich weiß, ist es das erste Mal einmalig in Indien, dass Frauen 30 Tage sich nehmen und
die Männer zu Hause lassen. Viele Frauen müssen dann vorher die Ehemänner lehren, wie man guckt, wenn kocht, wenn die Frau nicht da ist. Und ein paar Monate alte Babys, wenige Monate alte Babys lassen sie zu Hause. Und der Ehemann und die Eltern müssen sich dann drum kümmern. Und die Frauen kommen hierher. Weißt du, nichts kommt, ohne dass du Preis bezahlen würdest dafür. Einige mögen dieses Wort nicht, Preis bezahlen. Die sagen ja, Jesus hat doch schon für uns bezahlt. Ja, Jesus hat den Preis schon bezahlt. Einige sagen dann, warum verlangt Ezekiel Geld? Sogar in Nordindien, ne? Überall verlangen wir Eintritt für die Seminare. Gott hat mir persönlich gesagt, ich soll nie kostenlose Seminare machen, weil die Inder kaputt gemacht worden sind durch lauter kostenlose Sachen. Wenn sie in ein Restaurant gehen, zahlen sie selber. Aber wenn sie in christlichen Dienst kommen, da wollen sie alles kostenlos haben. Also auf ein Seminar kommen. Sie haben gesagt, ja, Jesus, alles ist frei. Ja, klar, alles ist frei. Aber Essen und Reis und so weiter, das ist alles nicht kostenlos. Wenn die im Geschäft uns kostenlosen Reis geben würden, dann könnten wir euch auch kostenloses Essen geben hier. Weißt du, du kannst Leute lieben, ohne was aufzugeben. Jemand sagte auf Tamilisch, zumindest ein Tröpfchen Blut musst du aufgeben können für andere. Aber Leute haben Angst. Sie zählen, überschlagen die Kosten. Wenn ich jetzt im Dienst komme, okay, was brauche ich dann da? Wenn ich Dämonen austreiben will, fasten muss ich davor. Nee, so funktioniert es nicht, ihr Lieben, so funktioniert es nicht. Kente, kutukutukutuku. Verstehst du, worüber ich rede? Weißt du, die Frauenschule fängt an jetzt. Ich möchte auch jetzt noch einige von den Damen hier einladen. Ihr dürft da bleiben. Lieber Bruder, ich habe nicht genug Saris mitgebracht. Kein Problem. Du hast 4 Saris. Reicht für 4 Wochen. Ich habe es meinem Mann nicht gesagt. Nee, du hast ein Handy. Meine Kinder werden weinen. Okay, lass sie ruhig mal einen Monat lang weinen. Du verstehst nicht. Nee, du verstehst nicht. Du verstehst nicht. Gott hat gesagt, trachte zuerst. Nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, all die anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist ein Wort, das nicht herausgefordert werden kann von irgendwelchen menschlichen Gedanken oder von irgendwelchen Leuten. Ich würde sogar unsere VVIPs, unsere höchsten Leute, kommt. Einige der Pastoren, die gekommen sind für die 40-Tage-Schule, einige der Pastoren sind lange, lange im Dienst, die haben viel mehr getan als Ezekiel, Benita, Alex. Aber sie haben ihrem Dienst Bye-bye gesagt. Sie haben gesagt, wenn ich 40 Tage lang hierher komme, wird meine Gemeinde kaputt gehen. Ja, ist deine Gemeinde, jetzt ist schon Yongicho-Gemeinde so groß? Es sind nur 40 Leute. Okay, dann verlass die 40 Leute mal für 40 Tage und dann wirst du sehen, wie die 40 zu 4.000 werden. Amen. Ich habe einen Dienst. Was, wie groß ist er denn? Sorry, gell, ich bin sehr hart zu euch, oder? Bin ich sehr hart zu euch? Sorry, nee, eigentlich nicht sorry. Manchmal kommen die Leute in die 40-Tage-Schule und gehen dann und leuchten. Und dann nach einiger Zeit geht es wieder den Berg runter und dann fragen sie, dürfen wir wieder kommen für eine andere Schule? Ja, kommt! Weil einmal tanken, Auto auftanken ist nicht genug. Wenn der Benzintank leer wird, dann kommen wir wieder zurück zur Tankstelle. Ich habe dir gesagt, wenn der Geist gesund ist, dann muss auch der Körper gesund werden. Wenn du jetzt also dein Kind Medizin studieren lässt, habe ich euch schon gesagt, jemand hat gesagt, wenn was?
Wenn ein Doktor persönlich 1000 Leute schon umgebracht hat, dann ist er halb promoviert, halber Arzt. Also das ist ein tamilisches Sprichwort. Weißt du, viele von unseren Ärzten sind noch nicht mal halb qualifiziert, weil sie es noch nicht geschafft haben, 1000 Leute zu töten. Willst du das wichtig sein? Wie viel verkaufst du, um für dein Kind eine Hochzeit zu bezahlen? Oder du hast sogar Kredite aufgenommen, um eine große Hochzeitsfeier zu machen und alle Leute zu füttern. Und die Leute gehen einmal essen, also essen auf der Hochzeit und dann vergessen sie es wieder. Aber du hast 100.000 Rupien ausgegeben und die sind in die Toilette geflossen. Hast du jemals einen Kredit aufgenommen, 500.000 Rupien Lohn aufgenommen, um eine Schule zu besuchen, eine christliche? Ihr Lieben, weißt du, eigentlich bin ich hierher gekommen, weil ich euch so sehr schätze, weil ihr seid ja diejenigen, die hier geblieben sind, wenn die anderen schon gegangen sind. Eigentlich wollte ich euch ermutigen, aber kaum mache ich meinen Mund auf. Vielleicht haben es eigentlich doch noch eine extra Dosis gebraucht. Ja, wisst ihr, am letzten Tag. Nee, weißt du, es kann dein erster Tag sein. Das erste Mal dass in deinem Leben, dass du wirklich ganz ernsthaft Gott suchst. Warte nicht drauf, dass du sagst, oh, mein Leben lang bin ich dem Wind hinterher gerannt. Mein Leben lang habe ich nur gelebt für dieses irdische Leben. Was für eine Verschwendung, wenn du das nach langer Zeit feststellst. Jesu Name, Sunder Name, Madur Name, Anda Meine Name. Jesu Name, Sunder Name, Madur Name, Anda Meine Name. Jesaja, na Priuda, Jesus, du bist mein Geliebter. Du verlässt niemals meine Hand. Du lässt nie meine Hand los. Du bist mein lieber Freund. Das ist Telugu, also nicht in unsere Sprache. In meinen schlimmsten Zeiten, aber auch in Höhen meines Lebens, me, da bist du immer mit mir, Herr. Silina vela lalo prema to atte konavu. Wenn ich dich in den Geist, so wie selber traue,